Hi Gerald von geraldrams.de hier. Herzlich willkommen zu deiner ersten Schlagzeugstunde. Dieses Video ist geeignet für dich, wenn du Schlagzeug lernen möchtest und schon ein Schlagzeug hast und auch wenn du einfach nur Interesse an Schlagzeug generell hast. Wenn du schon fortgeschritten bist, dann ist das hier eher Wiederholung für dich, dann schau dir gerne meine anderen Videos an. Am Ende des Videos gibt es auch noch einen Bonus für dich, also bleib unbedingt dran, das lohnt sich. Ansonsten gibt es nur noch zu sagen, ich bin Rechtshänder, das heißt, spiele die meisten Sachen damit rechts führen und die anderen Sachen dann mit links. Wenn du Linkshänder wärst, würdest du das, was ich mit rechts spiele, mit links spielen und was ich mit links spiele, mit rechts spielen, also genau umgekehrt. Alle Unterlagen findest du hier im Link in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar hinterlegt. Schau hier gerne rein. Zunächst mal möchte ich dir erklären, aus was eigentlich so ein Schlagzeug besteht. Auf meiner Webseite habe ich ein bisschen ausführliches Video, hier der Schnelldurchlauf. Wir haben also Trommeln und Becken bei einem Schlagzeug. Die größte Trommel ist die Bassdrum, wird in der Regel hier mit dem rechten Fuß gespielt. Die wichtigste Trommel ist allerdings die Snare Drum, die steht hier direkt vor mir und ist sozusagen das Herzstück des Schlagzeugs. Die hat so einen Teppich unten drunter, den kann man hier mit diesem Schieberegler sozusagen abkoppeln und wieder anlegen. Dann hört sich es unterschiedlich an. Also mit angelegtem Teppich hört sich so an und nimmt man das ab, hört sich ganz normal wie eine Trommel an. Dann haben wir noch zwei Hängetoms, hier oben eins, hier ein zweites Hängetom und ein drittes Standtom. Hört sich dann so an. Oft sind auch zwei Hängetoms hier oben und ein Standtom hier unten, das ist dann Geschmackssache. Das waren also die Trommeln. Jetzt gibt es noch verschiedene Becken. Ein spezielles Becken, beziehungsweise zwei spezielle Becken, ist das Hi-Hat. Das heißt, wir haben hier das obere und das untere Becken. Und zusammen kannst du es auch nicht nur mit den Händen, sondern auch mit dem Fuß spielen. Da kommen also die beiden Becken zusammen. Dann haben wir noch Crash-Becken, zum Beispiel hier und hier und hier auch noch. Das sind sozusagen Becken, da kannst du Betonungen, einzelne Betonungen drauf spielen. Und genau wie das Hi-Hat gibt es auch noch hier ein weiteres spezielles Becken, das Ride-Becken. Auf dem Hi-Hat und dem Ride-Becken spielt man eher die Rhythmen mit der rechten Hand. Und hier noch ein kleineres Splash-Becken, es wird halt nicht Crash-Becken genannt, sondern Splash-Becken aufgrund der Größe, wird aber auch für Betonungen benutzt. Und dann gibt es natürlich noch eine Menge Ständer, Hi-Hat-Ständer, Crash-Becken-Ständer, Tom-Ständer und Pedale für die Füße, für die Bassdrum und für das Hi-Hat. Und nun weißt du schon ungefähr die Begriffe. Es sind ein paar englische Begriffe dabei. Guck dir gerne in die Unterlagen. Da ist nochmal ein Bild und alles aufgeführt. Jetzt gibt es natürlich auch Noten dazu. Wenn du also das hier spielen willst, alles benutzen willst, dann ist auch wichtig, dass wenn du die Bassdrum spielen sollst, du weißt, was ist jetzt die Bassdrum. Und da ist zum Beispiel die Bassdrum auf dem untersten Zwischenraum notiert. Das heißt, ein schwarzer Punkt mit einem Strich unten. Das ist die Bassdrum. Die Snare Drum ist das gleiche, aber mit dem Strich nach oben. Bei der Bassdrum geht der Strich nach unten, bei der Snare Drum nach oben und hier ist der Punkt im zweiten Zwischenraum auf den Notenlinien. Dann gibt es noch das geschlossene Hi-Hat, was mit der Hand gespielt wird. Das ist einfach ein X ganz oben und wenn das Hi-Hat geöffnet ist, ist das X eine Zeile tiefer im ersten Zwischenraum. Dann ist das Hi-Hat geöffnet, also geschlossen und geöffnet. Rim-Click, normaler Schlag auf der Snare, einfach mit dem Handgelenk ausholen und dann Rim-Click. Da liegt der untere Teil des Stocks auf dem Fell auf und der obere Teil wird auf den Rand geschlagen. Der Rim-Click ist dann auch ein X, aber auf dem zweiten Zwischenraum, auf dem Notenblatt. Und spielt man das Hi-Hat mit dem Fuß, dann ist ein X aber auch unten wie die Bassdrum. Ganz unten mit dem Strich auch nach unten. Ride-Becken wäre hier auch ein X auf der ersten Notenlinie. Und das Ride-Becken kann man auch innen spielen, außen und innen. Für innen gibt es dann nochmal eine Notation. Das ist dann so ein rautenförmiges, auch schwarzer Punkt, sage ich mal. Hört sich dann bei Rock ein bisschen härter an. Dann gibt es noch die Toms 1, 2, 3. Tom 1, erste Notenlinie, auch wieder Strich nach oben und gefüllter Punkt. Zweites Tom, auf der zweiten Notenlinie gefüllter Punkt und drittes Tom, hier im zweiten Zwischenraum. Und das Crashbecken ist dann
auf einer Notenlinie über der höchsten Notenlinie. Und theoretisch könnte man die anderen Becken noch weiter verteilen, aber das sind die Sachen, die man so braucht, um die Noten lesen zu können. Schau dir das also gerne mal an. Den Link habe ich ja schon gesagt, wo du den findest. Jetzt ist es ganz wichtig, nicht direkt loszulegen, sondern etwas zur Körperhaltung zu sagen. Das heißt, wie sitzt du hier? Natürlich aufrecht. Du hängst nicht hier so runter, bist aber auch nicht so überstreckt, sondern du bist ganz normal aufrecht, ganz locker, nicht angespannt verkrampft sitzt, sondern einfach ganz locker sitzen, aufrecht. Die Arme hängen dann runter sozusagen und die Unterarme zeigen nach vorne. Ist also nicht so, dass du speziell nach vorne gehst oder nach hinten oder zur Seite oder ganz ran, sondern die Arme hängen einfach ganz normal runter. Das verbraucht die wenigste Kraft. Den Stock nimmst du dann in die Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Die anderen drei Finger werden angelegt, aber das Wichtigste, auch für andere Techniken später, ist zwischen Daumen und Zeigefinger. Und zwar nicht zu pressen hier, nicht drücken, sondern ganz locker halten. Und dann zeigt der Handrücken hier nach oben und wir haben hier einen Winkel. Der Stock geht nach innen und der Unterarm ist von der Richtung nach vorne. Es geht also nicht in die Richtung des Unterarms so. Das ist so eine Tendenz, die man vielleicht haben kann, dass alles so gerade ist. Ist hier wirklich ein großer Winkel und du schlägst aus dem Handgelenk ganz normal. Und mit links auch. Das einfach mal eine ganze Weile üben, 5 Minuten, einfach nur diese einfache Schlagtechnik. Bei den Beinen ist es so, die sollten ungefähr einen rechten Winkel haben. Du kannst von den Oberschenkel auch leicht überhalb des Knies legen, aber nicht darunter. Das ist dann einfach, das wäre dann anstrengender und für den Rücken belastender. So, und die Unterschenkel und die Waden, das zeigt hier alles ganz nach unten, ganz senkrecht sozusagen. Könnte ein bisschen nach vorne gehen, am besten nicht nach hinten, dann ist es auch anstrengender. Also ein ganzer rechter Winkel, Oberschenkel in diese Richtung und danach geht es senkrecht nach unten. Und dann kannst du hier die einfache Technik einfach aus dem Fußgelenk nur die Fußspitze einen Schlag ausführen. Du kannst vom Schlagfeld zurückkommen oder auch draufbleiben. Das sind da zwei verschiedene Techniken. Entscheide dich für eine, was dir erstmal einfacher fällt. Später gibt es noch was, wo du den ganzen Fuß anhebst. Das ist dann entsprechend lauter für Betonungen. Jetzt gibt es drei Methoden grundsätzlich zu lernen. Die erste Methode ist die, du spielst zum Beispiel etwas auf dem Hi-Hat alleine. Danach spielst du was auf der Snare alleine. Dann nimmst du beides zusammen, Hi-Hat und Snare. Dann hat man noch die Bassdrum, die übt man wieder alleine. Man könnte dann schon alles drei zusammen üben oder auch die Bassdrum mit der Snare und die Bassdrum mit dem Hi-Hat. Das heißt, man nimmt immer was hinzu und übt es dann so. Die zweite Möglichkeit ist, man geht direkt von vorne nach hinten. Das heißt, auf die erste Zählzeit spiele ich zum Beispiel Hi-Hat und Bass. Dann übe ich das. Danach kommt ein Hi-Hat alleine. Dann nehme ich das dazu, also zusammen alleine. Und danach Snare-Hi-Hat. Snare-Hi-Hat, also Bass-Hi-Hat, Hi-Hat, Snare-Hi-Hat. Dann gehe ich das so von vorne nach hinten durch und nehme immer den nächsten Schlag oder die nächsten Schläge hinzu und erweitere das immer weiter nach hinten. Das ist so die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist einfach nach Gehör zu lernen. Das heißt, du hörst es einfach und spielst es. Ich konnte also auch schon Schlagzeug spielen, bevor ich Unterricht genommen hatte und habe dann nochmal die Theorie gelernt und alles richtig von vorne. Aber es ist grundsätzlich auf jeden Fall möglichst einfach vom Gehör so nachzuspielen. So, dann starten wir jetzt mit einem einfachen Rhythmus. Und zwar haben wir hier rechte Hand zum Beispiel auf dem Tom 2, zwei Schläge und dann die Snare. Rechts, 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 rechts. Und wir sind hier im Viervierteltakt. 1, 2, 3, 4. Das ist das, wo du immer so mittanzt vielleicht, wenn Musik läuft. Und hier haben wir schon Achteln. Das ist dann 1 und 2 und 3 und 4. 4 und sind dann nicht 4 Schläge, sondern sogar 8. Aber die Theorie lernst du dann auch später auch in den Kursen kennen. Also hier 1 und 2 und 3 und 4 und rechts, 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 rechts. Das ist die erste Übung. Die zweite Übung ist den dritten Schlag mit rechts durch links ersetzen. Also rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links.
und das Tempo ganz langsam wählen und dann später steigern. Dann geht's weiter, wir nehmen die Bassdrum hinzu. Bassdrum gleichzeitig mit der rechten Hand. Rechts, rechts mit rechtem Fuß. Und dann links Snare. Das war schon die dritte Vorübung. Und dann kann man es noch komplizierter machen, musst du aber nicht. Hört sich aber besser an, wenn du einen Flam spielst. Das kommt natürlich auch später im Grundkurs nochmal ausführlich. Flam heißt leiser Vorschlag, lauter Hauptschlag. Das heißt, du holst links nur ein bisschen aus und rechts lauter. Also hier ein bisschen, da viel. Und du kommst mit links ein bisschen vor rechts auf. Nicht viel, nicht so und auch nicht gleichzeitig, sondern ganz leicht versetzt. Und das spielt man jetzt auf dem Tom. Und jetzt hast du es schon gemerkt, man kann das dann auch auf der Snare spielen. Das wäre dann schon die Hauptübung. Und du könntest es sogar noch verteilen auf das zweite und das dritte Tom. Wobei du hierbei den Flam eigentlich nicht brauchst. Das kannst du auch zusammenspielen, weil es hier unterschiedliche Frequenzen sind. Hier kannst du es wirklich gleichzeitig. Aber kannst du auch den Flam spielen. Okay, das ist schon deine erste Übung. Einen weiteren coolen Rhythmus findest du dann im Grundkurs Video 2 bei mir auf der Webseite. Da musst du dich nur per E-Mail-Adresse registrieren und kannst dir das Video auch kostenfrei angucken und einen weiteren Rhythmus da erklärt bekommen. Okay, und dann kommen wir noch zum Bonus. Und zwar habe ich dir ein Playback erstellt. Das sind einmal in langsam, mittel, schnell und schnell. Fang am besten beim langsamen an und geh dann mit der Zeit zum schnellen Tempo über. Dort kannst du den ersten Rhythmus spielen, den ich dir gerade gezeigt habe, oder auch den Rhythmus aus dem Grundkurs Video 2. Und du kannst dich auch gerne zum Newsletter anmelden. Dann bekommst du ein 47-seitiges E-Book mit Themen rund ums Schlagzeugspielen kostenlos auch zugeschickt. Das lohnt sich also auf jeden Fall. Hoffentlich hat dir deine erste Schlagzeugstunde gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn du magst, bleib weiter dabei, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du immer auf dem Laufenden bleibst und like gerne auch dieses Video. Also mach's gut, bis zum nächsten Mal. Hier noch weitere Inhalte, wenn du noch weiter lernen möchtest.